Die Fastenzeit geht zu Ende und wir freuen uns nun auf Ostern, das Fest der Auferstehung. Und nicht nur der Frühling und die Natur sind zum Leben erwacht, auch die Talstation der Hahnenkammbahn Kitzbühel hat sich herausgeputzt für die offizielle Eröffnung der Oster- und Karwoche. Und dabei haben sich die Volksschulkinder aus sage und schreibe 6 Gemeinden zusammengetan, haben getextet, gebastelt und gemalt und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Wir haben extra große Blätter vom Farbenlechner zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und so konnten eben bis zu 4 Kindern an einem Blatt arbeiten. Und das Erstaunliche war, wie viel Mühe die sich gegeben haben und miteinander gesprochen und auch konzeptuiert haben, wo wer was hinmalt. Und die größeren Kinder sollten auch noch, wie es heute im Leben so ist, Bilder und Text, Social Media, sollten Kurztexte schreiben, eine ganz kurze Message. Nach einem großartigen Auftritt des Kinderchors der Volksschule Kitzbühel kam es dann zur offiziellen Enthüllung unseres Osterhasens. Designt wurde der übrigens von den Kindern in Zusammenarbeit mit den beiden Künstlern Simone Obdahl und Christoph Rieser. Der Hase ist circa um die 2,80 Meter in der Höhe geworden. Gemacht worden ist der aus Glasfaser Kunstharz. Das heißt, es ist das gleiche Material zum Beispiel wie Boote. Ist extrem witterungsbeständig. Die Farbe hebt super gut. Das heißt, man kann jetzt nicht nur so wie da in der Hahnenkammbahn Talstation herstellen, sondern auch im Sommer mal am Berg um in die freie Natur rauslassen. Wie lange es richtig dauert, das ist natürlich auch die Trocknungszeit vom Glasfaser und so dabei. Aber man rechnet so um die 2 Wochen, braucht man mal auf jeden Fall für sowas. Der Osterhase zu Beginn der Osterferien ist natürlich schon ein super Motiv, wo Gäste und Einheimische gleichermaßen groß und klein, jung und alt zu uns kommen und sich die wunderbaren Bilder der Kinder anschauen und so auch zu einer Belebung hier in der Hahnenkammbahn beitragen. Die Kinder haben jetzt nicht einzeln an einem Büch gesessen, sondern die waren zu dritt oder zu viert an einem Blatt Papier und haben einfach das Thema Osterhase zu Papier gebracht. Das waren jetzt die Erst- und Zweitklässler und die Dritt- und Viertklässler, die durften den Text schreiben. Und das Schöne daran war, dass so manche Kinder sogar Gedichte daraus gemacht haben. Also wirklich ganz entzückende Gedichte. Heute noch die Kitzbüheler Volksschule beim Singen, das war schon für uns ein krönender Auftakt für die letzte Ferienwoche jetzt für die Kinder im Winter. Und für uns ist es aber auch Start für hoffentlich noch ein paar schöne, intensive Skitage. Das ist ganz wichtig, weil alleine kann man nichts bewegen, das geht nur gemeinsam. Wenn ich durch die Stadt gehe und ich gehe runter zum Jubiläumsgastl und ich sehe die Hasen von der Anna, also die jetzt so viele Stunden investiert, dass wir da so eine schöne Hasenfamilie da unten haben oder die Bäuerinnen von Kitzbühel jetzt auch schon schön dekoriert haben und in Orten draußen. Weil wenn ich von Jochberg reinfahre in die Arbeit, dann bin ich so beschäftigt unterwegs beim Schauen, weil das ist so schön, was alles in Jochberg steht, was alles in Aurach steht, in Kitzbühel alles rundherum und bis Reitaus. Also jeder setzt sich ein und jeder mit so viel Liebe und Hingabe. Und eigentlich weil man gerne was gemeinsam tut und weil man gerne was für die Region tut. Und deswegen sage ich, es ist einzigartig. Ich glaube nicht, dass wir in Tirol ein so tolles Osterprojekt haben wie Kitzbühel, in Reit, in Aurach und in Jochberg. Nach diesem großartigen Auftakt freuen wir uns nun auf eine schöne Osterzeit gemeinsam mit Ihnen. Dazu gibt es ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Malen, mit Zeichnen, mit Basteln, mit Themenwanderungen und mit Konzerten. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und einen schönen Frühlingsbeginn.